Kurz nach Königin Margrethes Erb, Frederik Mary fliege nach Indien. Das royale Karussell dreht sich weiter, auch wenn die Monarchin ausfällt. Königin Margrethe 82 wird am Mittwoch, 22. Februar, am Rücken operiert. An den Plänen ihres Sohnes und dessen Frau ändert das offensichtlich nichts. Prinz Frederik, 54, und Prinzessin Mary, 51, werden dennoch ihre Reise nach Indien antreten. Darüber informiert der dänische Hof. Vom 26. Februar bis zum 1. März 2023 werden seine königliche Hoheit der Kronprinz und die Kronprinzessin zusammen mit einer dänischen Wirtschaftsdelegation der 36 Unternehmen angehören, das bevölkerungsreiche Land Indien besuchen, heißt es in der Pressemitteilung. Schwerpunkt des Besuchs in der Hauptstadt Neu-Delhi und der südostindischen Stadt Chennai liege auf dem grünen Wandel mit besonderem Augenmerk auf Wasser und Energie. Auch ein Trip nach Agra steht auf der Agenda des Kronprinzenpaares, wo es die Weltkulturerbestätten Taj Mahal und das Rote Fort besichtigen werde. Der Zeitpunkt der Reise der beiden überrascht, immerhin wird sich Königin Margrethe nur 4 Tage zuvor einem schweren Eingriff am Rücken unterzogen haben, von dem es sich dann gilt zu erholen. Der Besuch in Indien wird wie geplant durchgeführt, hatte Kommunikationsberater Jakob Munkholm-Höck bereits am 9. Februar auf Nachfrage von Dana Press klargestellt. Wer während der Abwesenheit der Monarchin und des Kronprinzenpaares Reichsvorsteher sein wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Am 27. April 2023 feiert König Willem-Alexander seinen 56. Geburtstag und somit gleichzeitig auch sein 10. Thronjubiläum. Das muss natürlich gebührend zelebriert werden. Im Dezember vergangenen Jahres wurde bereits das Motto des sogenannten Königstages verraten, Wijzijen allemaal Kings und Queens, DT. Doppelpunkt, wir sind alle Könige und Königinnen. Nun wurden weitere Details zu dem großen Tag bekannt gegeben. Laut der offiziellen Website des Events werden Willem-Alexander, Königin Maxima 51, Prinzessin Amalia 19, Prinzessin Alexia, 17, und Prinzessin Ariane, 15. Einen Spaziergang durch Rotterdam machen und Fahrten mit Wassertaxen unternehmen. Diese Route bietet alles, um die königliche Familie in alle Gerüche, Farben und Geschmäcker der Stadt einzutauchen. Wir werden sie sicherlich mit einem wunderbaren Programm und besonderen Begegnungen überraschen. Wird Ahmed Abutaleb, 61, Bürgermeister der Hafenstadt, dort zitiert. Während ihrer Tour werde die königliche Familie unter anderem den Stadtteil Afrikaanderweg, das Kriegerdenkmal, die zerstörte Stadt sowie die berühmten Kubushäuser von Architekt Piet Blom besuchen. Zum Glück ist alles gut gegangen, die Operation ist planmäßig verlaufen und der König fühlt sich gut, konnte der schwedische Hof am 20. Februar 2023 melden. An jenem Morgen hatte sich König Carl Gustav 76 einem Eingriff in der Herzgegend unterziehen müssen. Eine Maßnahme, die für seine ganze Familie eine Belastungsprobe darstellte. Wie sehr gerade Prinzessin Victoria 45 das Wohlergehen ihrer Eltern am Herzen liegt, zeigte sich jetzt in einem Interview für die TV-Dokumentation Kungen, zu Deutsch, König. Bei dem Gedanken, irgendwann einmal für immer von Vater und Mutter Abschied zu nehmen, seien ihr laut dem Newsportal Hand die Tränen gekommen. Über das Gespräch, das Victoria zum Weinen brachte, berichtet nun die Regisseurin Karin Afklintberg, die den Vorfall miterlebte. Die Royal sprach über den Tag, an dem sie einmal den Thron übernehmen wird. Sowohl sie als auch ich saßen mit einer Träne in den Augen da, erinnert sich die Filmemacherin. Es ist nie leicht, über den Tod der eigenen Eltern nachzudenken, und man tut das nicht gern. Es ist schwer, darüber nachzudenken. Für Victoria ist ihre Krönung unweigerlich mit dem Ableben ihres Vaters verknüpft. Erst dann wird sie das Zepter übernehmen. Und in ihrem Fall findet sie sich im Dienst wieder.
wenn sie mitten in der Trauer ist und ein geliebter Mensch gerade gestorben ist. Soaf Klintberg. Das ist eine ganz besondere Situation, wenn man mitten in der Trauer ist und alle Augen der Welt auf einen gerichtet sind. Wenn man sich am liebsten verstecken und allein sein möchte und man sich stattdessen zeigen soll. Anführungszeichen. Für die Thronfolgerin rücken diese schweren Tage unweigerlich immer näher. König Karl XVI. Gustav von Schweden wird am 30. April 2023 immerhin schon 77 Jahre alt, Viktorias Mutter. Königin Silvia feiert am 23. Dezember ihren 80. Geburtstag. Es mögen noch viele Jahre im Kreise ihrer Familie vor ihnen liegen. Viktorias Tränen können warten. Anfang Januar verstarb Konstantin von Griechenland im Alter von 82 Jahren. Familie, Freundinnen und zahlreiche internationale Royals nahmen bei zwei Trauerfeiern in Athen Abschied vom letzten König der Hellenen. Darunter auch seine Enkelin, Olympia von Griechenland, 26. Sie widmet ihrem Großvater nun auch via Social Media rührende Zeilen. An meinen geliebten Papa, für immer in meinem Herzen, schreibt die 26-Jährige auf Instagram und setzt ein rotes Herz dahinter. Dazu veröffentlicht sie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die den Royal in jüngeren Jahren bei einem beeindruckenden Kampfsportsprung zeigt. Auf einem zweiten Foto ist Prinzessin Maria Olympia selbst als kleines Kind auf dem Arm ihres Opas zu sehen. Bilder, die deutlich machen, wie nahe sich die beiden standen und wie sehr Olympia ihren geliebten Papa vermisst. Aufatmen in Schweden. Nachdem der königliche Palast vor wenigen Tagen bekannt gab, dass König Karl Gustav, 76, am 20. Februar einen Eingriff in der Herzgegend vornehmen lassen müsse, war die Sorge groß. Doch nun meldet sich der Hof mit einem beruhigenden Statement: die OP ist gut verlaufen. Heute Morgen, am 20. Februar, unterzog sich Seine Majestät der König einem chirurgischen Eingriff mittels Kathetertechnik in der Herzgegend, heißt es auf der offiziellen Website des schwedischen Palastes. Und weiter, die Operation ist planmäßig verlaufen und der König fühlt sich gut. Der König bedankt sich bei allen für die Unterstützung und die Wärme, die ihm entgegengebracht wurde. Und ist dankbar für das schwedische Gesundheitswesen. Aufmunternde Worte, die das gesamte Land besänftigen dürften. Außerdem ist diese Nachricht für seine Enkelin, Prinzessin Leonore, die am heutigen Montag ihren 9. Geburtstag feiert, das wohl schönste Geschenk. Louis und Marie Ducrut, beide 30, schwelgen im Liebes- und bald auch im Familienglück. Im November vergangenen Jahres verkündeten der Sohn von Stephanie von Monaco, 58, und seine Frau, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wenig später verrieten sie, dass sie ein Töchterchen bekommen. Seitdem versorgen die beiden ihre Fans in den sozialen Medien mit romantischen Pärchenschnappschüssen, wie jetzt. Vor einem strahlend blauen Himmel posiert das Paar. Louis legt seine Hand schützend auf den Babybauch seiner Liebsten. In der Kommentarspalte wird nicht nur häufig betont, was für ein tolles Paar die beiden seien. Auch der ausgeprägte Babybauch kommt mehrmals zur Sprache. Lange kann es nicht mehr dauern, meint eine Userin, Baby wächst, schreibt eine andere. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, Kungahusetsee, Koningsdag in Rotterdam NL, Dana Press.